Ein Leben für und durch Gott. Mit und in allen Konsequenzen. Ein Leben, welches ich mir nie hätte träumen lassen. Ein Leben voller Entbehrungen, doch so reich an allem, was Gott mir hat zuteil werden lassen. Betrachte ich das Leben von Richard Henkes, dem Palutinerpate, über den ich dieses Theaterstück schreiben soll, dann verstehe ich nicht, wie er sein Leben gelebt hat. Klar, sein Ende könnte als Märtyrertod bezeichnet werden. Aber warum entschließt er sich, den nahezu sicheren Tod zu riskieren? Aus Gottvertrauen? Aus Dummheit? Aus Nächstenliebe? Aus Überheblichkeit? Mir wird schon nichts passieren. Pater Henkes hat es getan. Und nicht für einen Freund. Nein, für Menschen, die er gar nicht kannte. Keine leichte Entscheidung, vermutlich. Wer lässt sich schon leichten Herzens in eine Typhusbaracke einschließen? Wie hat er das gemacht? Ist er da einfach auf die Kanzel gestiegen und hat unzweideutig Stellung bezogen? Gegen die Gestapo? Das Nazi-Regime? Die schweigende Mehrheit? Gegen alle, die für Unterdrückung und Mord standen? Die christliche Überzeugung, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt ist, lässt uns die Missachtung Gottes und die Missachtung der Menschenwürde und Mitmenschlichkeit als die wahre Krankheit erkennen. Und ich benenne das, was mit Behinderten und Pflegebedürftigen geschieht, als das, was es ist, als Mord an Wehrlosen und damit als Mord an der Menschlichkeit.